Ja, keine Ahnung, warum Zoom das jetzt so macht, aber perfekt, Leute. Ja, ich freue mich, wie gesagt, auf diesen Call. Heute haben wir einen besonderen Speaker am Start und das ist Jonas. Und wir haben mit den Leadern ein bisschen besprochen. Yes, also worauf kann man eingehen? Ja, worauf kann man eingehen heute auf dem Call? Was ist vielleicht die Schwäche von unserer Organisation? Und viele haben angesprochen, dass es vielleicht die emotionale Intelligenz ist, ja, dass man positive Mental Attitude in den, ja, ins Leben mit einbaut und so weiter und so fort. Und darauf werden Jonas und ich eingehen. Am Ende werde ich noch ein paar andere Dinge ansprechen. Und wir haben auf jeden Fall eine krasse Überraschung für unsere Organisation. Ja, etwas, was wir, glaube ich, ich glaube, wir hatten das noch nie. Also ich glaube, wir hatten das echt noch nie für unser Team. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und jetzt, Leute, ich würde sagen, hoffentlich seid ihr ready. Ja, mit Block und Shift am Start. Wie gesagt, am Schreibtisch, holt euch was zu trinken, wenn es nur geht, dass ihr einfach die nächsten, ja, 40, 50 Minuten einfach aufnahmefähig seid. Und let's go, ich freue mich. Yes, Leute, wer kennt, Leute, wer kennt Jonas Rauf? Ja, wer kennt Jonas Rauf? Auf dem guten Weg zum P2K. Ja, einer der besten Leader, die ich kenne. No cap. Ja, der Junge hat so ein gutes Herz für sein Team. Er ist bereit, wirklich alles zu geben für seine Leute. Und das ist wirklich das, was einen wahren Leader ausmacht. Und ich schätze ihn wirklich. Und ich bin auch wirklich froh und dankbar, dass ich diese Person kennengelernt habe, wirklich Leute, dass ich die Bühne mit ihm teilen kann, dass ich ihm im Grunde helfen kann und dass er auch mir helfen kann, dass wir einfach von uns gegenseitig ja, lernen dürfen. Und deswegen, yes, Leute, macht nochmal Welle an das Team von Jonas, an One Team, macht Welle im Chat, ja, zeigt euch, wie als wäre es ein Applaus. Und yes, ich weiß auf jeden Fall, Bro, dass du auf jeden Fall was krass organisiert hast fürs Team. Leute, ihr müsst euch vorstellen, eine Sache, die ich gerne erwähnen mag, ja. Oder ich erwähne es am Ende. Ich erwähne es am Ende nach seiner Speech, okay? Danach ist es anders. Aber Bro, du bist auf jeden Fall der Chorus, kannst dich, glaube ich, auch selber entstimmen. Und the stage is yours. Yes, perfekt. Dir danke auf jeden Fall, Daniel, für die lieben Worte. Kann ich auch alles nur zurückgeben. Ich bin echt blessed und dankbar, bei dir auf jeden Fall im Team sein zu dürfen, ein Leader von dir sein zu dürfen. Ich weiß noch, wo das Ganze angefangen hat. Damals bin ich, glaube ich, dein siebter Teammacher gewesen. Also noch relativ früh, ein richtiger Althase bin ich jetzt schon. Und ich weiß noch, wie das Ganze angefangen hat, richtig. Also, Real Talk, es war schon hart lost, dass wir damals so gar keine Einarbeitung hatten, direkt Network, gar kein Trading und so weiter. Deswegen, ich bin extrem blessed, auf jeden Fall für die Entwicklung von deiner Seite aus, die du auf jeden Fall auch bei mir ausgelöst hast, dass ich einfach auch persönlich wachsen konnte. Deswegen, ja, ich bin extrem blessed, auf jeden Fall auch hier speaken zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich für mich. Ich weiß wirklich, dass Daniel mir auf jeden Fall vertraut, euch auf jeden Fall den Mehrwert mitzugeben. Deswegen zeigt auf jeden Fall mal euren Stift und euren Zettel in die Luft, dann weiß ich auf jeden Fall mehr mitschreibt, wer hier nur chillt. Okay, jetzt ist mein Stift runtergefallen, man kennt es. Aber ich bin auf jeden Fall ready, heute den Call auf jeden Fall zu zerstören. Aber ansonsten, heute geht es auf jeden Fall um PMA und emotionale Intelligenz. Wir haben mal nachgedacht in unserem Team, was ist noch diese eine Schwäche bei den meisten, die wir wirklich noch optimieren müssen? Weil was ist halt wirklich dieser Faktor, der die meisten wirklich vom Erfolg abhält? Es ist einfach diese emotionale Intelligenz. Man quittet nicht aus, ja, aus, sag ich mal so, wenn man einen Trade Minus gemacht hat. Man quittet nicht deshalb. Man quittet nicht, weil man Nein bekommen hat. Man quittet allgemein nur, wenn man keine PMA und keine emotionale Intelligenz hat. Deswegen, damit wir allgemein bei uns im Team kein Dropout haben, damit wir allgemein halt im Team einfach wirklich an unsere Erfolge kommen, unsere Ziele erreichen, brauchen wir emotionale Intelligenz. Und genau darum geht es halt heute. Deswegen, No Takers are Money Makers. Schreibt auf jeden Fall so viel mit, wie es geht, ihr kennt es alles. Ihr kennt es alle. Das, was man hört, bekommt man nur zu 95% mit, beziehungsweise man behält nur 5% davon. Deswegen schreibt unbedingt mit, dass ihr auf jeden Fall die Sachen, die wir jetzt euch mitgeben, auch nach dem Call, nochmal reflektieren könnt, weil es bringt nichts, jetzt hier am Start zu sein, hier eine Stunde am Start zu sein, das Ganze mitzuhören, Daniel mitzuschreiben, bei mir mitzuschreiben und danach Heft zu und dann geht es wieder weiter an See. Das bringt halt keinem was. Deswegen, wenn du so eine Person bist, ja, dann kannst du im Prinzip den Call verlassen, weil dann wird es halt sowieso nicht merken. Deswegen committe dich auf jeden Fall dazu, bis zum Ende am Start zu sein, das Ganze nochmal zu reflektieren, weil dann kommst du auch wirklich in die Erfolge. Und ich bin euch ehrlich, ich habe mal so ein bisschen nachgedacht, wie kann man halt so wirklich glücklich werden im Leben? Es geht heute bei meinem Part weniger ums Business, sondern allgemein um die PMA im allgemeinen Leben, im Alltag allgemein, die emotionale Intelligenz. Weil ich habe auch mal wirklich so. Ich wollte einfach so auf richtig cool einfach so ein Zitat raussuchen, was richtig umhaut. Und ich habe keins gefunden. Ich habe keins gefunden. Dann habe ich einfach mal so selber bei David Längerohr geguckt. Ich habe ein Video von ihm angeschaut. Und er meinte direkt am Anfang von einem Video: Ich glaube, die Kunst, glücklich zu sein und frei zu sein, ist, dass du es wirklich schaffst, dich auf dich selber zu fokussieren und darauf zu scheißen, was andere über dich denken. Das ist halt genau das, worauf es halt wirklich ankommt im Leben.
Es kommt nicht darauf an, den größten Lambo zu fahren, den geilsten Lambo, am meisten Geld zu haben, am meisten Menschenleben verändert haben. Darauf kommt es auch nicht an. Es kommt einfach darauf an, dass du glücklich mit dir selber bist. Das andere sind alles nur Nebenprodukte, wie Menschenleben verändern. Es ist ein Nebenprodukt, wenn du glücklich bist. Weil wie möchtest du Menschenleben verändern, wenn du selber nicht glücklich bist? Das geht ja gar nicht. Wie möchte ein Fitnesstrainer mir zeigen, wie man abnimmt, wenn er selber halt, wie ich jetzt, noch nicht so in der Topform ist? Das wird ja keinen Sinn machen. Deswegen, man braucht erstmal selber in sich selber den inneren Frieden, selber halt die PMA, selber halt immer positiv sein, um andere positiv entfachen zu können. Man sagt doch immer, man muss selber eine Flamme sein, um eine andere, ich weiß nicht mehr, wie das genau klingt, auf jeden Fall, man muss selber eine Flamme sein, um andere in Brand setzen zu können. So ähnlich war das auf jeden Fall. Deswegen, ja, seid auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Es geht heute, wie schon gesagt, sehr, sehr viel um die emotionale und PMA. Deswegen, wenn ich, sag ich mal so, was sage, wenn ich sage, sag ich mal so, wenn ich was verkacke, allgemein in unserem Leben, jeder hat mal Downs. Es ist eigentlich unser eigener Fehler. Wir müssen mal wirklich davon abkommen, wirklich so auf die Meinung von anderen zu hören. Weil darauf kommt es ja wirklich an. Wir müssen, wie eben schon gesagt, einfach glücklich mit uns selber sein, mit unseren Meinungen, mit unseren Fehlern und unseren Macken. Und das geht halt einfach nur, wenn wir einfach mal auf die Meinung von anderen wortwörtlich scheißen. Es geht halt einfach nur dann, wenn wir die Meinung von anderen komplett, ja, in die Tonne werfen, allgemein. Klar, wir sollen Kritik annehmen, konstruktive Kritik. Wir sollen Meinungen annehmen von unseren Liebsten. Aber wenn du trotzdem eine andere Meinung hast und trotzdem was anderes möchtest, lass dich davon nicht beeinflussen. Hab wirklich ein Passwort auf deine Mindset. Weil stell dir mal wirklich vor, du bist jetzt hier am Start, eine andere Person aus deinem Umfeld, dein bester Kumpel, sagt dir zum Beispiel, AIM funktioniert nicht. Frag dich erstmal, hey, hat er AIM schon mal ausprobiert? Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn ja, dann frag ihn auf jeden Fall nach konstruktiver Kritik, was bei AIM nicht funktioniert, weil es funktioniert, aber dann hat er irgendwas falsch gemacht. Aber wenn man einfach nur sagt, es funktioniert nicht, das ist Scam, frag dich einfach mal, was ist der Hintergedanke, dass er das so, warum er das denkt, und nehme es einfach nicht an, weil du weißt selber, es funktioniert. Deswegen, warum lässt du dich von Leuten beeinflussen? Wenn du jetzt hier aufhörst, wegen einer Meinung von einem anderen Menschen, das liegt ja nicht da, also du bist ja nicht böse oder nicht sauer auf diese Person, sondern du bist später sauer auf dich selber, dass du dich davon beeinflussen lässt, weil du weißt, es funktioniert. Trading funktioniert zu 1000%. Die meisten werden hier trotzdem nicht erfolgreich. Das liegt aber nicht an der M. Das liegt nicht an Our Empire. Das liegt nicht an Daniel. Das liegt nicht an mir. Das liegt nicht an den anderen Führungskräften. Das liegt einfach an der Person selber, der einfach nicht all in ist und einfach nicht die richtigen Dinge macht. Deswegen, wie will eine Person sagen, dass das Ganze hier nicht funktioniert, wenn er selber nicht mehr weiß, was die nötigen Dinge sind, die es halt gebraucht, um erfolgreich zu werden? Deswegen, wenn du jetzt hier aufhörst, wegen einer Person, du bist nicht sauer auf diese andere Person. Du bist sauer auf dich selber, dass du dich negativ beeinflussen lassen hast von einer anderen Person. Und ich stelle mir mal wirklich so vor, später mit 80 Jahren sitzt man so im Liegestuhl, fragt sich so, wie war mein Leben? Ich war bei AIM, ich habe es nicht durchgezogen mit einer anderen Person. Und das ist doch, man muss mal wirklich so feststellen, dass dein Leben besteht einfach aus der Feststellung, aus der Meinung von anderen Leuten. Ich denke mal, keiner möchte ein Leben führen, was durch die Meinung anderer im Prinzip bestimmt ist. Deswegen, wie unwichtig ist halt wirklich ihre Meinung von anderen Leuten? Darauf kommt es halt wirklich an, emotional stabil zu sein und Passwort auf deine Mindset zu haben. Weil es gibt so viele Leute, die sagen, IAM funktioniert nicht. Warum gibt es Leute, die sagen, IAM funktioniert? Andere sagen, IAM funktioniert nicht. Es ist einfach diese Wahrnehmung, diese fehlende Information und einfach keine emotionale Intelligenz. Die meisten versuchen, irgendwas auf Krampf schlecht zu reden, nur weil sie keine Kontrolle drüber haben. Leute reden dich nicht schlecht, weil du das traust. Sondern sie reden sich selber schlecht, dass sie sich es nicht trauen, aber du schon. Deswegen haten sie dich, weil sie es sich nicht trauen, aber du schon. Und da musst du halt dementsprechend emotional stabil sein. Du brauchst eine PMA, musst in allem das Positive sehen. Wenn mich zum Beispiel Leute haten aus meinem Umfeld, gibt es Tausende in meinem Umfeld, die sagen, jo, das funktioniert nicht, das ist Scam. In der Schule wurde mir immer gesagt, jo, wann sind die ersten Millionen da auf dem Konto? Ich bin euch ehrlich, ich habe gerne mein Buch gelesen in der Schule. Ich habe gerne Mentorship-Calls gehört in der Schule, obwohl ich jedes Mal ausgegrenzt wurde. Jeden Tag ein Stück für Stück für Stück mehr. Ich war in der Schule niemals so, so ein Außenseiter. Ich war immer bei den Beliebten. Aber als ich mit einem angefangen habe, die Beliebten wurden auf einmal zu Feinden, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass ich mich das traue und sie nicht. Weil ich bin euch ehrlich, jeder möchte das erreichen, was man mit IAM erreichen kann. Jeder möchte finanziell frei sein, jeder möchte geografisch frei sein und zeitlich frei sein und Menschenleben verändern im besten Fall. Jeder möchte das, wer möchte das nicht? Aber die meisten trauen sich das einfach nicht. Und genau da musst du halt
wirklich emotionale Intelligenz bewahren, dich davon nicht beeinflussen lassen, sondern einfach eine PMA haben. Viel wichtiger ist halt wirklich, als die Meinung anzunehmen, das Ganze auszublenden, äußere Geräusche ausblenden und einfach dein Ding machen. Weil dadurch wirst du halt wirklich nur glücklich. Und wie gesagt, es geht halt nicht so um How-Tos, um Action-Steps im Business, sondern allgemein für euer Leben, was ihr wirklich ändern müsst, eure Perspektive, eure Wahrnehmung aufs Leben, um allgemein halt glücklich mit euch selber zu werden. Weil wie möchtet ihr im Network Chairman gehen, wenn ihr euch selber nicht liebt, wenn ihr euch selber nicht führen könnt, wie könnt ihr erwarten, andere führen zu können? Weil zu führen können, hört auf jeden Fall glücklich sein dazu. Man kann nicht führen, ohne nicht glücklich zu sein. Es geht nicht. Es geht zu 1000% nicht. Deswegen, du musst erstmal selber mit dir glücklich werden. Und wenn du einfach immer auf die Meinung von anderen hörst, wie gesagt, du bist nicht sauer auf andere Personen, du bist sauer auf dich selber, dass du dich davon beeinflussen hast. Deswegen nimm die Meinung von anderen Personen an, reflektiere sie, wenn sie keinen Sinn machen, wenn sie nicht konstruktiv mit Belegen konstruktiv gegeben werden, dann nimm sie nicht an. Hab einfach, also scheiß halt komplett mal auf die Meinung von anderen, sorry für meine Ausdrucksweise, aber das ist einfach so, wir müssen auf die Meinung von anderen wirklich scheißen. Weil darauf kommt es halt an, es ist unser Leben, es ist dein Leben, ich sehe jetzt Marina, es ist Marinas Leben, Fabrice Leben, Philipps Leben, Daniels Leben, mein Leben, wir haben alle unser eigenes Leben. Wenn ich jetzt Philipp sagen würde, yo, I am a scam, hä? Wer bin ich, dass ich Philipp sagen kann, dass er am scam ist? Zum Beispiel letztens, das war so ein Klickmoment für mich, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal hier erzählen darf, Daniel. Auf jeden Fall, du hast mal erzählt, dass du damals neidisch auf Mickey warst, dass du unter ihm platziert wurdest. Und Ilja meinte damals, wer bist du, dass du das Recht hast, andere Personen zu sagen, was sie verdient haben, was sie nicht verdient haben. Oder eine andere Meinung zu sagen. Das war für mich damals so ein krasser Klickmoment, dass ich wirklich dachte, hey, wer bin ich, um andere Menschen runterzumachen oder aufzumuntern? Wer bin ich, um anderen Menschen meine negative Meinung zu geben? Ich bin niemand. Ich habe noch nichts erreicht. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich bin einer von 8 Milliarden Menschen. Warum habe ich das Recht, eine andere Person runterzumachen? Das macht man ja nur, wenn man selber nicht mit sich glücklich ist. Deswegen, der meiste Grund, weshalb Leute halt wirklich nicht ihren Zielen und ihren Träumen nachgehen, ist halt wirklich die Angst nach der Meinung anderer. Dass sie dafür verurteilt werden, was sie halt machen. Und deswegen musst du halt wirklich komplett darauf scheißen, was andere denken, egal was er sagt, egal was sie tun, egal ob sie dich ausgrenzen. Es ist dein Leben und mach so viele Fehler, wie es halt geht. Deshalb, ich komme mir gerade vor wie so ein Motivationscoach, aber das soll keine Motivation sein. Ihr müsst das wirklich mal so reflektieren, dass es halt wirklich Sinn macht. Es macht halt einfach nur Sinn, sein Leben nach seinen eigenen Meinungen zu bestimmen. Das ist selbsterklärend, jeder versteht das. Aber wenn es halt wirklich darauf ankommt, die meisten lassen sich trotzdem beeinflussen. Ich war früher auch so. Ich war 18 Jahre komplett fremdgesteuert. Ich habe nichts selber gemacht. Ich habe immer das gesagt, was mir gesagt wurde. Das ist für mich der größte Albtraum mittlerweile. Ich kann mir das nie wieder vorstellen, einen Chef zu haben. Weiß nicht. Also es geht gar nicht mehr klar. Deswegen mach dir das mal selber klar. Wenn du halt mehr erreichen möchtest, musst du dementsprechend einfach auf die Meinung von anderen scheißen, dein eigenes Ding machen, egal ob es funktioniert oder nicht. Du hast auf dich selber gehört, du hast auf dein Herz gehört. Und darauf kommt es halt wirklich an. Man muss nicht immer rational denken, definitiv nicht. Mit Trading, klar. Aber was bist du, wenn du ein emotionsloser Stein bist, keine Emotionen mehr im Leben hast? Das macht ja keinen Spaß mehr. Deswegen lass uns wirklich Spaß im Leben haben. Einfach unser Ding durchziehen, selber unsere Meinung vertreten. Dann werden wir viel glücklicher, als wenn wir allen es recht machen wollen, aber uns selber nicht. Dann machen wir alle anderen glücklich, außer uns selber. Und das, denke ich mal, will keiner. Ich denke, keiner möchte mit 80 oder 90 im Sterbebett liegen und sagen, jo, ich habe alle anderen glücklich gemacht, aber ich hatte ein scheiß Leben. Ich habe andere Meinungen vertreten, ich habe anderen gefolgt, aber mir selber nicht. Keiner möchte das. Ich zumindest definitiv nicht. Ich denke mal, der eine oder andere könnte sich damit identifizieren. Wenn nicht, ein bisschen cringe, aber ich denke mal, jeder kann sich damit gut identifizieren. Deswegen, einen Punkt möchte ich dazu auf jeden Fall noch sagen. Warum Leute einen wirklich haten, ist halt einfach nur daraus, es liegt in unserer Natur, wirklich halt unsere Freunde zu haben und Freunde nicht gehen zu lassen. Wir wollen einfach überleben, wir wollen Spaß haben und wir wollen uns fortpflanzen an für sich. Und es liegt einfach in unserer Natur, wenn wir zum Beispiel unsere 5 besten Freunde haben. Und wenn du der Einzige in deinem Umfeld bist, der sich auf einmal plötzlich viel mehr mit dir selber beschäftigt, der auf jeden Fall viel größer denkt, viel größere Ziele hat. Es ist doch logisch, dass alle Leute aus deinem Umfeld, alle deine Freunde sagen, jo, was geht bei dir ab? Ja, das ist Gefahr für die Leute, dass du da ausbrichst, dass du auf einmal mehr erreichst.
Das wollen sie natürlich nicht, weil sonst stehen sie ja blöd da, dass sie ihren Arsch nicht hochkriegen, aber du schon. Das ist der einzige Grund, weshalb Leute, vor allem deine besten Freunde, dich immer schlecht reden, was das Business angeht. Meistens, zu 99%. Meine besten Freunde definitiv. Ich hatte vor dem Business 20 Leute, mit denen ich jeden Tag in der Shisha-Bar war oder feiern war. Wir hatten extrem viel Spaß. Aber dann, als ich gefragt hatte, wer ist bereit, mit mir ein Business aufzubauen? Jo, ich bin weg, kein Bock mehr auf dich. Genauso ist das halt, weil sie einfach nicht damit klarkommen, dass du mehr erreichst als sie. Sie trauen sich einfach nicht. Deswegen musst du einfach, um glücklich zu werden, einfach mal auf die Meinung von anderen scheißen. Einfach mal so dein Ding machen, auch wenn es schief läuft, wie ich eben meinte. Einfach machen. Einfach machen. Egal, ob es ein Fehler war oder nicht. Darauf kommt es halt wirklich an, dass du emotional gegenüber anderen stabil bist und ein Passwort auf deinem Mindset hast. Weil jeder hat bestimmt ein Passwort auf seinem Handy. Schreib gerne mal eine 7 rein, wenn du ein Passwort auf deinem Handy hast. Ich denke mal, jeder hat das. Warum sollte man es auch nicht haben? Wenn es verloren geht, dann hat jeder Zugriff auf deine privaten Daten. Warum lässt du es dann zu, dass eine andere Person auf dein Mindset pinkelt? Er pinkelt wirklich komplett wortwörtlich auf dein Mindset, wenn er dich negativ beeinflusst. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Eine andere Person beeinflusst dich so krass, dass du dein komplettes Leben änderst, nur wegen dieser einen Meinung. Das ist so hirnverbrannt, wenn man mal wirklich rational darüber nachdenkt, dass es null Sinn macht. Wirklich 7 für 7 Figure, definitiv. Es ist wirklich so unlogisch, auf die Meinung von anderen zu hören. Deswegen, einige Leute haben mich ausgelacht. Vor mir im Fitnessstudio, damals in der Schule, waren immer alle arschfreundlich, aber hinter meinem Rücken wusste ich, jeder hat gelästert. Komischerweise hat sich jeder abgewendet von mir. Und ich bin euch ehrlich, ich könnte jetzt drüber heulen, ich könnte traurig drüber sein. Meine besten Freunde damals waren lange noch meine besten Freunde. Ich hatte extrem viel Spaß mit ihnen, aber irgendwann gehen sie halt die Wege auseinander. Und entweder man ist halt traurig drüber oder man ist dankbar drüber. Weil was bringt es dir, wenn du traurig bist? Entweder du heulst rum, bist dein Leben lang traurig darüber oder du schließt damit ab mit der Vergangenheit und lebst deine Zukunft auf jeden Fall genauso weiter, wie du sie gerade hast und zwar glücklich. Weil es ändert sowieso nichts an der Situation. Freunde oder Leute aus deinem Umfeld werden sich so oder so von dir abkarten, wenn du Bock hast, mehr zu erreichen. Egal in welchem Bereich es ist, ob du jetzt der beste Student werden möchtest, ob du der beste Schüler werden möchtest, ob du der beste Fußballer werden möchtest, du kannst da nicht mehr feiern gehen und dann trennen sich automatisch Leute von dir. Genauso im Business, wenn Leute checken, du machst was anderes, sie reden es automatisch schlecht. Deswegen, du musst einfach darüber nachdenken, macht es Sinn, negativ zu denken. Zu 99,999% macht es keinen Sinn, negativ zu denken. Oder eigentlich zu 100%, denn 0,01% machen nur dazu, weil es macht halt absolut gar keinen Sinn, negativ zu denken. Es ändert halt, wie gesagt, an der Situation rein gar nichts, ob du negativ bist oder positiv. Warum sollte man dann negativ reagieren? Und das ist halt wirklich PMA. Egal, was dir passiert, du musst einfach positiv darauf reagieren. Egal, was passiert. Egal, was. Sei es jetzt irgendwie, du baust einen Unfall. Was lernst du daraus? Du fährst nicht mehr so schnell. Du fährst vorsichtiger, du fährst langsamer. Wenn du jetzt, wenn ein anderer dich überholt, komplett geisteskrank auf der Autobahn mit 500, überholt er dich auf der linken Fahrbahn und denkst dir, was macht der Bastard da? Was macht der? Warum fährt der so schnell? So, Bastard war jetzt nicht so gut, aber wenn man darüber nachdenkt, vielleicht ist diese Person gerade am Beifahrersitz, bekommt gerade ihr Kind oder ist gerade kurz vorm Sterben, er muss ins Krankenhaus. Ist es dann nicht normal, dass man dann positiv reagiert? Lüg dich einfach selber an mit den Sachen, die halt sein könnten, die einfach positiv sind. Wenn du jetzt in der Schule verkackst, wenn du wiederholen musst, wie ich zum Beispiel damals, ich musste die 10. wiederholen und jeder hat irgendwie gesagt, jo, warum schließt du damit so komisch ab? Warum trauerst du nicht? Warum, keine Ahnung, war es richtig komisch, ich kann das nicht mal nachvollziehen. Ich habe es einfach abgeschlossen und einfach dann ja, reingeballert und da war es halt viel besser. Dann war ich in diesem Jahr viel besser als im Vorjahr. Deswegen, man kann aus allen Situationen immer das Beste rausholen, egal was passiert, egal wie es passiert, mach einfach das Beste raus. Das ist halt Positive Mental Attitude, wirklich emotionale Intelligenz und es liegt halt wirklich in unserer Verantwortung, was wir aus unserem Leben machen. Entweder wir lassen uns halt von anderen Meinungen wirklich halt bestimmen oder wir leben unser eigenes Leben nach unserer Meinung. Das müssen wir halt wirklich für uns selber feststellen, dass wir für alles halt die Verantwortung haben. Egal, ob es positiv ist oder negativ, wir haben dafür die Verantwortung.
Im Leadership ist das ein bisschen anders. Takes the blame and gives the credit. Das heißt, du bist für alles Negative zuständig und das Positive, was du gemacht hast, gibst du an dein Team weiter. So bekommst du auf jeden Fall inneren Frieden, weil du anderen Menschen hilfst. Du weißt automatisch in dir, du hast was Gutes getan, gibst den Credit aber jemand anderen und die negativen Sachen nimmst du auf dich selber. Das macht wirklich einen guten Leader aus. Er nimmt nicht den ganzen Credit auf sich selber. Yo, ich habe jetzt diesen Call hier gehostet. Ich habe das gemacht. Ich habe jetzt das und das gemacht. Ich bin der Geilste. So eine Person will ja keiner folgen. Ich bin wirklich dankbar, dass ich hier speaken kann, dass Daniel mir wirklich die Möglichkeit gegeben hat. Und genau so musst du halt durchs Leben gehen. Einfach dankbar sein, eine positive Grundeinstellung haben auf alles, was du im Leben bekommst. Auch auf das, was du nicht hast. Wir hatten letztens einen extrem geilen Late-Night-Call in meinem Team. Und wir sind mal wirklich darauf gekommen, wir müssen viel mehr dankbar sein für die Sachen, die wir gar nicht haben. Wir sind hier in Deutschland. Deutschland ist einfach nicht geil, klar, von dem Wetter, nicht die beste Culture in Deutschland. Es fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Aber wir können echt glücklich dafür sein, dass wir in Deutschland wohnen. Stellt euch mal vor, wir würden in Syrien wohnen. Ganzen Tag Krieg. Wir müssen immer Angst haben vom Überleben. Wir müssen dankbar sein für das, was wir nicht haben. Aber auch dankbar sein für das, was wir haben. Ich bin jeden Tag dankbar für 10 Dinge, für mein Team, für unser Leadership. Ich bin aber auch dankbar, dass wir keinen Krieg haben, dass ich nicht hungern muss, dass ich genug zu essen habe, dass ich genug zu trinken habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Das ist halt eine positive Grundeinstellung. Und das strahlt auch so viel Positivität aus, dass du andere damit auch, auch positiv stimmen kannst. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, ich kenne keinen, der negativ ist und dem man folgen möchte. Ich kenne keinen, der negativ ist und dem man folgen möchte. Stellt euch mal wirklich vor, die ganzen Vorbilder von uns, sind die negativ drauf? Reden sie die ganze Zeit negativ? Oder was sind unsere Vorbilder? Unsere Vorbilder sind immer selbstbewusst, sie wissen immer, was sie wollen und sie vertreten ihre eigene Meinung, wodurch sie glücklich werden. Das sind unsere Vorbilder. Deswegen, warum sollten wir dann negativ sein? Egal, was passiert, einfach immer positiv sein. Weil du limitierst dich halt selber, wenn du halt einfach immer... Ich gehe halt sehr, sehr tief in die Thematik rein, auch wenn ich mich tausendmal wiederhole. Man muss das halt wirklich mal verstehen, was das einem, mit einem wirklich macht, wenn man mal wirklich nur auf die Meinung von anderen hört. Komplett nur auf die Meinung von anderen. Was ist denn die Meinung von einem anderen wert im Gegenzug zu deiner eigenen? Gar nichts. Es ist dein Leben, es ist nicht leicht, definitiv nicht. Es ist definitiv nicht leicht, wirklich auf die Meinung von anderen zu scheißen, nur auf dich selber zu hören. Aber es lohnt sich zu 1000%. Wenn ich damals aufgegeben hätte wegen irgendwelchen Leuten aus meinem Umfeld, die gesagt hätten, IM funktioniert nicht, dann hätte ich jetzt keine 50 Leute im Team, die ich wirklich positiv geimpactet habe oder mache. Dann hätte ich diese Leute niemals kennengelernt. Sie wären immer noch in derselben Situation wie gerade. Vielleicht würden sie niemals geprospected werden. Wenn du aufgibst, dann bist nicht nur du selber, dann verkackst du nicht nur selber dein Leben, sondern verkackst wirklich das Leben von Hunderten, von Tausenden, von Hunderttausend Leuten. Wenn du nicht all in bist, leidest nicht nur du darunter, sondern deine Familie, die Leute, die du nicht geprospektet hast, leben immer noch ihr Leben, worauf sie zu 1000% raus wollen, weil jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, der möchte kein Arbeitnehmer sein. Sind wir komplett ehrlich, keiner möchte Arbeitnehmer sein, jeder möchte mehr erreichen. Aber wenn du ihnen nicht die Möglichkeit gibst, weil du aufgegeben hast, stell dir mal selber die Frage, hey, bin ich dann wirklich glücklich, wenn ich einfach aufgegeben habe und dadurch auch andere Menschen aufgegeben habe? Das stelle ich mir jedes Mal. Ich mache nicht Akquise, weil es eine Routine ist. Ich mache jeden Tag Akquise, 300, 400, 500 Leute mit Snapchat und Instagram zusammen, jetzt nicht wundern, weil ich einfach weiß, warum ich es mache. Die Intention ist klar. Weil ich wirklich Menschenleben dadurch verändern kann. Wenn ich diese eine Person anschreibe, zum Beispiel Sven, er kommt hier aus der Eifel, ich kannte ihn vorher nicht, ich habe ihn auf Snapchat angeschrieben und er hat schon immer nach so einer Möglichkeit gesucht. Stellt euch mal vor, ich hätte ihn nicht angeschrieben. Er wäre immer noch in seinem ganz normalen Job, was er noch ist, aber bald nicht mehr. Er hätte niemals diese Möglichkeit bekommen, wenn du aufgegeben hättest oder wenn ich aufgegeben hätte. Oder wenn Daniel aufgegeben hätte, damals, als er 7 Leute hat. Ich bin zu ihm ins Team gekommen, ich dachte, der wäre Chairman. Weil er schon so ein klares Selbstbewusstsein hatte, so klare Ziele hatte, man hat es ihm gar nicht angemerkt, dass es ihm so schlecht ging. Er meinte selber, das war die schlechteste Phase, die er jemals hatte, also einer der schlechtesten. Man hat es ihm gar nicht angemerkt, weil er einfach immer positiv war. Er hatte damals schon, als er 7 Teammann hatte oder auch gar keiner,
eine PMA. Er hatte immer emotionale Intelligenz. Deswegen bin ich dieser Person gefolgt. Deswegen bin ich Daniel gefolgt. Deswegen wollte ich unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Weil meine Upline ist gequittet. Leandro, Grüße gehen raus. Unser Upline ist gequittet. Aber was haben wir daraus gemacht? Wir könnten rumheulen, wir könnten selber quitten. Aber nein, wir sind einfach zu Daniel gegangen. Ja, und arbeiten mit ihm zusammen. Und mit Ilja, mit Miki, mit Jona. Wir sind einfach eine Stufe höher gegangen auf Daniel zu. Stell euch mal vor, wir wären auch gequittet. Wenn Leandro auch gequittet wäre. Ich weiß nicht, wie viele Teammates er auch hat, aber sehr, sehr viele gerade auch. Und diese Leute hätten auch nicht diese Möglichkeit bekommen, wenn wir beide aufgegeben hätten. Deswegen, ich möchte mich damit jetzt nicht loben oder so, aber man muss sich das mal wirklich klar machen, was die Meinung von anderen wirklich ausmacht, wenn man mal wirklich darauf hört, was andere wirklich meinen. Deswegen, ich sehe auf jeden Fall auf die Uhr. Ich habe schon eine halbe Stunde gequatscht. Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet, aber ich werde sie auf jeden Fall streichen. Ich möchte auf jeden Fall Daniels Part jetzt nicht zu kurz halten. Deswegen war mir auf jeden Fall eine Ehre, hier auf jeden Fall speaken zu können. Ich hoffe mal, ich konnte dem einen oder anderen wirklich weiterhelfen. Eine Sache, die ich gerade auf jeden Fall noch gesehen habe in den Notizen, wenn du halt wirklich negativ denkst, ziehst du auch Negatives an. You become what you think about. Mein Englisch ist nicht das Beste. Du bekommst das, was du denkst. Du wirst das, was du wirst. Oder du wirst das, was du denkst. You become what you think about. So, besser. Deine Gedanken kreieren deine Handlungen und deine Handlungen kreieren deine Resultate. Das heißt, wenn du dich negativ fühlst, wenn du dich schlecht fühlst, schlechte Gedanken hast, hast du schlechte Handlungen, du machst nichts. Wenn du negativ denkst und keinen Bock hast auf irgendwas, dann legst du dich ins Bett, schaust Netflix, hast keine Resultate. Deswegen alles fängt damit an, positiv zu sehen, positiv allgemein durchs Leben zu gehen, einfach eine PMA zu haben. Weil dadurch hast du positive Handlungen, durch die positiven Handlungen hast du positive Resultate. Und lüg dich auf jeden Fall selber an mit Lügen, dass du auf jeden Fall schon erfolgreich bist. Und wie macht man das Ganze? Einfach durch Affirmationen. Ich bin erfolgreich, ich bin P2000, ich bin Charmin, ich bin sechsstelliger Trader, ich bin Seven-Figure, ich bin erfolgreicher Dropshipper, was weiß ich, ich bin selbstbewusst, egal was du möchtest. Affirmiere es einfach. Mach das wirklich mal für die nächsten 3 Wochen und du siehst, was du für eine komplett andere Person du wirst. Ich weiß, glaube ich, was Dani gleich sagen wird, was damals auf jeden Fall so bei mir war, als ich das erste Mal Dani bei uns in der Eifel gesehen habe. Weiß nicht, Dani, willst du das gleich erzählen oder soll ich? Oder ich? Easy. Also als Daniel das erste Mal bei uns war, wir hatten meine Lounge-Präsi mit ein paar anderen hier noch aus der Eifel und ich weiß noch, dass Daniel mich gefragt hat, möchtest du speaken? Oder er hat mich nicht mal gefragt. Er hat gesagt, du speakst jetzt vorne. Ich so, nein, ich speak nicht. Er so, doch, du speakst jetzt. Ich, nein. Dann, ich so, ich speak einfach nicht. Du kannst mir sagen, was du willst, ich speak nicht. Weil ich so Eierflattern hatte, wirklich vor Leuten zu speaken. Und Daniel die ganze Zeit, komm, speak, speak, speak. Irgendwann bin ich einfach rausgelaufen, bis das Event angefangen hat und dann kam ich wieder rein. Weil ich so Angst hatte, vor Leuten zu speaken. Das kam einfach, diese Entwicklung, kam einfach, dass ich affirmiert habe, eine andere Person zu sein. Ich habe meine Person, die ich in 5 Jahren sein möchte, öfters gesehen jetzt, auch in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren, öfters gesehen als die Person, die ich gerade bin. Dadurch wurde ich dementsprechend halt offener. Ich bin selbst noch nicht der beste Speaker. Meine Tonalität ist definitiv absolut kacke noch. Ich weiß, aber früher hätte ich mich nicht mal getraut, vor 5 Leuten zu speaken oder vor 2 Leuten. Jetzt sind 126. Das ist extrem crazy, was Affirmationen wirklich mit dir ausmachen, wenn du dich einfach aus deiner Komfortzone traust. Deswegen hat mich unbedingt gefreut, hier auf jeden Fall speaken zu dürfen. War echt eine Ehre für mich. Danke auf jeden Fall, Daniel, für dein Vertrauen, dass ich deinem Team das Ganze mitgeben konnte, dass ich auf jeden Fall für dich dienen durfte. Ansonsten ganz kurze Worte zu unserem Papa. Jeder von euch weiß, was er drauf hat. Ich bin dir unnormal dankbar, wirklich für alles, was du wirklich für mich gemacht hast. Also wirklich für alles. Ich könnte jetzt 1000 Sachen aufzählen, was du schon für mich gemacht hast. Einfach, dass du immer an mich geglaubt hast, auch wenn ich selber keinen Glauben an mich hatte. Das zeigt schon wirklich, dass ich dir für immer folgen werde. Weil man merkt wirklich, wenn ein Leader einfach nur wegen dem Paycheck das Ganze macht, wenn er dir nur montags schreibt wegen dem Paycheck, oder wenn er sich wirklich für andere interessiert. Und Daniel interessiert sich wirklich für andere Menschen. Und das hat er definitiv die letzten 2 Jahre definitiv bei mir wirklich ausgelöst, dass ich durch ihn eine komplett andere Person wurde. Ich weiß, auf dem Event damals in Kall in der Eifel, ich habe nicht auf ihn gehört. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht auf ihn gehört. Ich wäre immer noch die gleiche Person. Aber ich habe mein Ego beiseite gesetzt.
Ich wusste, was Daniel drauf hat. Ich wollte werden wie Daniel. Möchte ich immer noch. Er ist so ein großes Vorbild für mich, weil er einfach die Person von Hingabe ist. Er ist wirklich die Hingabe in Person für sein Team. Deswegen, ich bin dir immer noch mal dankbar, Bro, für alles, was du wirklich für unser Team machst, für allgemein, für mich jetzt vor allem, dass du wirklich immer für dein Team da bist. Man kann dich 3 Uhr nachts anrufen. Du bist immer für einen da, egal was ist. Ich liebe dich, Bro. Hab dich auf jeden Fall lieb. Kuss geht raus. Danke, Bro, für die Worte, Mann. Echt crazy, Digga. Ha, Bruder, du hast dich so krass entwickelt, Mann. Ohne Witz. Ey, wenn man drüber nachdenkt, vor 1-2 Jahren, das ist ein ganz anderer Mensch, Leute. Und das ist halt genau das, was ich sagen wollte, wo ich gezögert habe, ob ich doch am Anfang oder am Ende machen sollte. Das ist genau diese Story. Ich kann mich halt noch erinnern, Jonas war so ein introvertierter Mensch. Also, ihr glaubt es mir nicht. Ihr würdet ihn nicht erkennen. Ja, es war so ein anderer Mensch und ist einfach krass. Und ich habe noch mit Justin geredet darüber, aus Freiburg, Justin, dass einem einfach viel, viel mehr ist als ein Business. Das ist einfach eine Möglichkeit, die du hast, einfach ein besserer Mensch zu werden. Einem verändert dein Umfeld, ja, verändert die deine Sicht zu allen möglichen Sachen. Und es ist einfach so. Ja, es ist einfach so. Falls euch die Frage stellt, was meint Jonas die ganze Zeit mit PMA? Ja, an die Think and Grow Rich gelesen haben, also denke nach und werde reich, das Buch, was ich euch an der Seite definitiv empfehlen kann, okay. Er sagt im Grunde, einer der wichtigsten Gesetze oder Gebote, die erfolgreiche Menschen in ihrem Leben implementiert haben, das nennt sich Positive Mental Attitude. Deswegen auch PMA. Positive Mental Attitude. Okay, das ist einfach nur, dass du einfach ein positives Mindset hast im Grunde, okay. Denn im Leben geht es nicht darum, was passiert. Im Leben geht es darum, wie du auf die Dinge reagierst. Ja, du kannst zwar im Grunde obdachlose Eltern haben, die sich gegenseitig prügeln und einfach nichts auf die Reihe bekommen, okay? Und du kannst zwar auch obdachlos, ja, sein, wenn du Kind bist, aber wenn du erwachsen immer noch obdachlos bist und arm bist und immer noch dich mit Leuten prügelst, dann ist es im Grunde, sind die Resultate von deinen Entscheidungen, okay? Denn wie gesagt, es geht nicht darum, was außenrum passiert, wie Jonas es gerade gesagt hat. Es geht nicht darum, was andere Leute sagen. Es geht nicht darum, was um dir herum passiert. Es geht darum, was du selber machst aus diesen Sachen, die um dir herum passieren. Okay, und eine Sache kann ich euch wirklich sagen. Ja, wenn du die Menschen nicht verändern kannst, die um dich herum sind, verändere einfach die Menschen, die um dich herum sind. Ja. Denn unser Umfeld bestimmt ganz, ganz viel in unserem Leben. Okay, und deswegen, ja, zum Thema Meinungen der Menschen. Ja, wir sind allein auf diese Welt gekommen und wir werden auch alleine von dieser Welt gehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Meinungen der Menschen unwichtig sind. Ja, es gibt bestimmte Menschen in meinem Leben, ja, dessen Meinungen sehr wichtig sind, die nicht in diesem Business sind, wie zum Beispiel die Meinung meiner Eltern. Aber oft ist es so, ja, dass oft oder ja, manchmal ist es so, dass die Meinung anderer Menschen, auch von den Menschen, die du liebst, nicht immer die beste Meinung ist für dich. Okay? Aber achte, ja, schreib dir mal wirklich Meinung anderer Menschen auf ein Blatt Papier. Und geh mal dahin mit diesem Blatt Papier zum Supermarkt, geh mal in den Gucci-Store, geh mal in den Designer-Store, was auch immer, wo du dein Geld ausgibst. Meinst du, wirst dir irgendwas finanzieren können mit diesem Papier? Nein, weil es keinen Wert hat. Ja, damit kannst du dir nichts besorgen, damit kannst du nichts anfangen. Verstehst du? Ja, und deswegen ist es wichtig zu verstehen, ja, eine der größten Entscheidungen, die Menschen treffen in ihrem Leben, ja, welcher Meinung gibst du Wert? Welcher Meinung gibst du Wert in deinem Leben? Okay? Und Leute, wenn ich gerade aus dem Fenster schaue, na, wir sehen alle eine Sache gemeinsam, ich hoffe es mindestens, also ich gönn's euch, ja, und zwar, der Himmel ist richtig blau, ja, man sieht keine einzige Wolke, mindestens hier in Düsseldorf, in NRW, es ist richtig geiles Wetter, ich glaube, heute war mit Abstand der heißeste Tag im Sommer, also dieses Jahr, sind noch heiße Tage vor uns kommen, ja, Leute, es ist geiles Wetter, okay, na, die Sonne scheint, man will raus, es ist einfach stickig und warm zu Hause, man ist müde, man ist träge und so weiter und so fort, ja, und was merkt ihr? Merkt ihr diese Muster, Leute? Ja, im Winter hatten wir viel, viel mehr Leute auf dem Teamcalls als jetzt. Wie kann das sein? Vor 2-3 Monaten, ja, die Zahlen waren viel, viel höher. Mein Kalender war voller, ich hatte viel, viel mehr Termine. Ja, First Calls, Follow-Ups, Backoffice Calls haben mehr stattgefunden als jetzt. Warum? Jetzt müssen die Leute plötzlich ins Krankenhaus. Jetzt müssen die Leute plötzlich länger arbeiten. Ich habe schon so viele Ausreden gehört. Ja, aber eigentlich wollen die Menschen einfach nur das Wetter genießen. Und wisst ihr, was interessant ist? Der Mensch, oder sagen wir es eher so, unser Gehirn, das habe ich von Miki gelernt, unser Gehirn hat eine Mission. Dein Gehirn hat nicht im Grunde, ja, dein Gehirn hat nicht im Grunde als Bedürfnis oder das größte Ziel deines Gehirns ist es nicht, glücklich zu sein oder traurig zu sein oder schlau zu sein. Das größte Ziel deines Gehirns ist einfach nur, in deinem Komfort zu bleiben. Okay? Es ist einfach komfortabel zu leben. Und wie schafft es dein Gehirn? Jedes Mal, ja, wenn du einen Gedanken dazu hast, der dich dazu bringt, deine Komfortzone zu verlassen, bringt dein Gehirn dir automatisch Ausreden, warum du es nicht machen solltest. Automatisch.
Und du musst lernen, gegen diese Denkweise zu gehen. Das heißt, wir sind Menschen und wir sind geboren, ja, wir mögen es einfach in der Komfortzone zu bleiben. So wurden wir programmiert. Ja, denn innerhalb unserem Komfort gibt es keine Gefahr. So denkt unser Gehirn. Aber wir müssen dann rausgehen. Ja, wir müssen jagen. Ja, wir sind in diesem Schlachtfeld. Ja, wir gehen gegen die Masse. Wir gehen gegen die Wahrscheinlichkeit. Ja, und wir müssen lernen, unsere Komfortzone zu konfrontieren. Das heißt, wenn wir so programmiert wurden, in unserem Komfort zu bleiben, aber nicht erfolgreich werden, indem wir in unserem Komfort bleiben, was machen wir dann? Wir verändern einfach unseren Komfort. Das heißt, vor 126 Leuten zu speaken, das ist für mich komfortabel. Anstatt, dass ich rausgehe und das Wetter genieße, ja, mit meinen Freunden rausgehe und einfach über andere Menschen rede, über die Vergangenheit. Nein, ja, ich bleibe drin und hustle, denn das ist mein neuer Komfort. Ich fühle mich komfortabel darin, Go Live zu schauen, weil das mir mehr Spaß macht, als draußen zu sein und nichts zu tun und über das Leben nachzudenken. Das ist für mich mein neuer Komfort. Und wie schaffst du es, indem du einfach heute damit anfängst? Fang einfach damit an und du wirst nicht immer diszipliniert sein, du wirst nicht immer konstant sein, aber du musst einfach anfangen und mach Fehler und mach Fehler und mach Fehler. Und mit der Zeit wirst du merken, dass es klappt. Okay? Deswegen, observe the masses and do the opposite. Und das wirklich in jedem Bereich. Deswegen, ja, beobachte die Masse und mach einfach das Gegenteil. Und beobachte die Masse und mach das Gegenteil. Die Masse tauscht Zeit gegen Geld, mach was anderes. Ja, die Masse verkauft gerade ihre ganzen Kryptowährungen. Du kaufst genau jetzt Kryptowährungen. Die Masse sagt, Trading ist risikofrei und es funktioniert nicht. Du lernst das und meisterst es, weil die wenigsten es können. Ja, wie es sich schon aufgefallen ist, erfolgreiche Menschen haben diesen Muster, dass sie immer die Masse beobachten und das Gegenteil machen. Genau das gleiche auch jetzt. Observe the masses and do the opposite. Du siehst, dass alle Menschen rausgehen, besaufen sich, bekiffen sich, ja, gehen ins Wasser, chillen. Ja, und das ist schön und gut. Das sind nicht unbedingt verwerfliche Dinge. Ja, ich bin auch eine Person, ich mag es auch, Spaß zu haben. Aber ich bezahle lieber jetzt, sodass ich später spielen kann, den Rest meines Lebens. Und die Masse will jetzt spielen, aber dann bezahlen sie den Rest seines Lebens. Weil du musst so oder so verzichten. So oder so. Entweder du verzichtest jetzt einfach 2, 3, 4 Jahre auf das geile Wetter da draußen, bekommst schön Arschwasser, ja, schön stickig, pennst manchmal auf dem Schreibtisch an, weil es so träge ist, ja. Aber lieber machst du das einfach 2, 3, 4 Jahre, sodass du den Rest deines Lebens machen kannst, was du willst, mit wem du willst, wann du willst und wo du willst, während andere als sie, wo du bezahlt hast, sie gespielt haben, jetzt müssen sie aber bezahlen und du kannst spielen. Ja, und das ist einfach nur ein fairer Handel, oder? Das ist einfach nur ein profitabler Trade, kann man einfach sagen. Es ergibt einfach nur Sinn, dass ich jetzt einfach auf das Kurzfristige verzichte, auf mein Vergnügen, ja, auf meine jetzigen Bedürfnisse, auf mein Wohlsein, dass ich jetzt darauf verzichte, sodass ich später mehr davon haben kann. Ergibt doch einfach nur Sinn. Ja. Und das müssen wir einfach nur verstehen. Deswegen observe the masses and do the opposite. Deswegen beobachte die Masse und mach das Gegenteil. Ja, wenn du siehst, dass die Masse, wenn die Masse lästert über andere Menschen, die Masse redet über die Vergangenheit, die Masse redet immer davon, was sie nicht verändern können. Ist mir aufgefallen, die Masse meckert über die Politik, meckert über das Einkommen. Ja, die reden über diese Dinge, ja, die sie nicht verändern können. Erfolgreiche Menschen reden über sich selbst, reden darüber, sich zu inspirieren, sich zu verbessern, ja, reden über die Zukunft. Okay, sie reden nicht über die Politik. Ja, sie reden über ihr eigenes Leben. Jo, Siri ist irgendwie angegangen, keiner weiß. Könnt ihr mich hören? Ja, okay, entspannt. Ja, und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Und Leute, in diesem Business, es ist viel, viel wichtiger, oder es geht nicht darum, was du machen sollst, es geht viel, viel, viel mehr darum, was du nicht machen sollst. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich muss euch nicht sagen, ihr wisst, was zu tun ist. Seit Tag 1 wisst ihr, was zu tun ist. Es wird euch direkt gesagt, was eure Aufgaben sind. Ja, und wir sind dafür da, um euch zu sagen, was ihr nicht machen müsst. Leute, wer kann wirklich heute sagen, lass uns einfach ehrlich sein, ist ja nicht schlimm. Wer kann heute wirklich sagen, dass er sich heute, er ist trotzdem auf den Teamcall gekommen, deswegen congrats 126 Leute, die sich für seine Träume und Ziele entschieden haben heute. Aber wer kann sagen, du würdest anstatt, dass du auf diesen, bevor du auf den Link gedrückt hast, sagst du dir so, ah, jetzt eine Stunde hier sitzen, Notizen machen, ist schon ein bisschen so, habe ich gerade nicht so Bock drauf, aber ich mache es mal trotzdem. Wer kann wirklich das von seiner Seite aus sagen? Oder sind wir alle auf diesen Call extrem motiviert und haben uns gesagt, boah, ich habe die ganze Woche auf diesen Call gewartet. Okay, krass, also gibt es keinen, der sich das denkt? Gibt es keinen, der sich das denkt? So ein bisschen so, boah, ich würde schon lieber irgendwie draußen sein, zocken, ja, einen Film schauen, was auch immer. Okay, krass, also die meisten sind gut drauf, perfekt, ja, geil. Aber ich habe einfach letztens so drüber nachgedacht. Leute, ja, manchmal ist es träge. Ich weiß definitiv, dass meine P600s, ja, mein P6-Call nicht so sehr mögen, weil das einfach ein trockener Call ist, nur Organisation, wo wir einfach gefühlt 90% der Zeit über euch reden, ja, und keiner lernt was dazu in der Zeit und man denkt sich, Digga, ich könnte noch was anderes machen, so, ich weiß es einfach for a fact,
Ja, lügt nicht, ich weiß das, ja, ein paar von euch, ja. Ja, aber, na, ein bisschen was noch schwieriger ist, diesen Call jede Woche zu hosten. Ja, ja, es ist vielleicht schwierig, sich zu motivieren, auf diesen Call zu kommen. Noch schwieriger ist, dieser Call selber, sich selber zu hosten, Leute. Ja, ich kann es mir nicht leisten, Jonas und die Lieder, wir können uns nicht leisten, einfach zu sagen, ah, den All-Empire-Call, ich habe nicht so Bock. Ich lasse einfach mal ausfallen. Hä? Es geht um Dienst an anderen Menschen, so, wisst ihr? Ja, wir können es uns nicht leisten, zu sagen, nee, kein Bock. Und deswegen musst du verstehen, ja, dass du wirklich in diesem Business auch für andere Menschen da bist. Service to many leads to greatness. Hat auch Jonas, by the way, sein P1-Shoutout. Service to many leads to greatness. Oder? Ich glaube schon. Aber wenn nicht, dann cringe. Ja, und das ist so der Punkt. Na, deswegen, mach immer mehr, wie du nur kannst. Ja, geh immer diese extra Meile. Und wichtig, Leute, eine Person kann ihr Leben wirklich komplett verändern. Ja, und wir denken uns zum Beispiel, ja, anstatt dass ich einfach mal jetzt wieder 10 Leute anschreibe diese Stunde, ja, schaue ich mal dieses YouTube-Video und anstatt, dass ich mal eine Live-Session schaue, gehe ich mal einfach raus. Okay, und das sind diese kleinen Entscheidungen, die du triffst. Und man denkt sich eigentlich, ey, weißt du was, dann gehe ich halt eine Stunde später Chairman, gehe ich eine Stunde später Seven-Figure-Trader. Aber glaub mir, eine einzige Live-Session kann deine Erfolge komplett verändern. Eine einzige Person kann dein Leben wirklich komplett verändern. Und diese eine Person hat auf dich gewartet, aber sie wurde von dem anderen angeschrieben, während du gechillt hast. Ja, und das ist so der Punkt. Ja, und es tut manchmal weh so. Es tut manchmal weh, diese Komfortzone zu verlassen. Aber es sind Dinge, die wir machen müssen, Leute. Ja. Was, ein Tipp, den ich euch geben kann. Ich persönlich, ich mag es auch, draußen zu sitzen. Anstatt, dass ich euch ein Buch hier lese, lese ich gerne das Buch auch draußen. Anstatt, dass ich GoLive hier schaue, schaue ich auch GoLive draußen. Natürlich kann man gerne machen. Aber noch geiler ist, wenn du dich von Menschen umgibst, ja, die gerade den gleichen Schmerz durchgehen, den gleichen Verzicht, ja, diese gleiche Komfortzone. Wer auf diesem Call, ja, kann sagen oder kann sich vielleicht mal daran erinnern, dass er mal auf eine Person aufpassen musste, die sehr besoffen war. Also du musst einfach auf diese Person aufpassen, die sehr besoffen war. Der hat sich die ganze Zeit voll gereiert, die ganze Zeit geheult, die ganze Zeit Scheiße gebaut. Ja, wir haben einige Leute im Chat, ja. Na, ich tut mir auf jeden Fall leid, so. Ja, aber wir kennen es, glaube ich, alle. Und es macht nicht unbedingt Spaß. Ja, bis zu einem gewissen Punkt macht es Spaß, weil dann ist die Person lustig drauf und dann verliert sie die Kontrolle über ihr ganzes Leben. Ja, verliert die ganze Würde, ihre ganze Ehre. Ja, und es macht nicht unbedingt Spaß. Und du denkst dir so, Digga, was mache ich eigentlich? Aber wisst ihr, eine Sache, die sich verändern muss, eine einzige Sache, die sich verändern muss, sodass es für dich Spaß macht, wenn du genauso besoffen bist wie die andere Person, dann macht es auch Spaß. Ja, was will ich euch einfach damit sagen? Ja, verbindet euch mit anderen Menschen. Ja, arbeitet wie eine Familie. Ja, arbeitet miteinander. Seid einfach diese Culture. Heißt nicht, dass ich damit meine, geht euch jetzt betrinken zusammen. Nein. Ja, aber anstatt, dass du selber arbeitest, arbeite mit dem anderen und es macht auf einmal Spaß. Oder nicht? Es gibt einfach Sinn. Ja. Und das ist so der Punkt, Leute. Das ist einfach so der Punkt. Denn ich könnte nicht sagen, wenn wir jetzt nicht Gas geben, na, wenn wir im Sommer jetzt nicht verzichten, im Winter werden wir die gleiche Person sein. Die Wahrscheinlichkeit ist höher dadurch, dass du jetzt nicht Gas gibst und auf eine längere Art und Weise keine Resultate verdienst, dass du quittest. Okay? Dass du einfach aufhörst. Und Leute, es gibt, und es ist einfach crazy, es ist mit Abstand die schlimmste Entscheidung, die man treffen kann, in diesem Business aufzuhören. Weil, Leute, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied, oder es hat einfach viel, viel mehr Gewicht. Ja, du kannst dich selbst quitten, du kannst das Business quitten, aber viel, viel schlimmer ist, wenn du dein Warum aufgibst, wenn du deine Eltern aufgibst, ja, das Leben von deinen zukünftigen Kindern aufgibst, das Leben von den Menschen, die du beeinflussen wolltest, einfach aufgibst. Ja, das ist mit Abstand die teuerste Entscheidung, die du triffst, wenn du aufgibst. Ja, es ist nicht, wenn du, keine Ahnung, in den Gucci-Store gehst und einfach komplett in Dispo gehst, das ist nicht deine teuerste Entscheidung. Ja, sondern wenn du hier aufhörst. Einfach so wichtig, Leute. Ja, Jonas hat auch darüber geredet, so wenn wir älter sind, so wie werden wir dann über unser Leben nachdenken? Man sagt, dass 18 Monate nach dem Tod einer durchschnittlichen Person ihr Name nie wieder erwähnt wird in der Menschengeschichte. 18 Monate. Das heißt, du lebst 70, 80, 90 Jahre alt, sodass 18 Monate nach deinem Tod nicht mal so stark über dich gesprochen wird. Und wenn du darüber nachdenkst, 100 oder 200 Jahre nach deinem Tod weiß man noch nicht mal, wer du bist. Deine Nachkommen wissen noch nicht mal, wer du bist. Ja, du weißt zwar, dass du eine Ur-Ur-Ur-Ur-Oma hattest, aber weißt du, wer sie war? Weißt du, wann sie verliebt war, was sie durchgegangen ist, ob sie krank war? Sowas weißt du gar nichts. Das weißt du einfach nicht. Ja, und wir sind hier auf diesem Call. Ja, wir sind hier in diesem Business, um ein Vermächtnis zu hinterlassen. Aber dementsprechend, wir müssen auch dementsprechend handeln. Walk it like you talk it. Deswegen, don't quit on your why. Don't quit on your parents. Und macht einfach weiter, Leute. Es wird kommen. Es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen einem Fehler und einem kurzfristigen Verlust.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Fehler und einem kurzfristigen Verlust. Okay? Ein kurzfristiger Verlust, ein Fehler ist, wenn du sagst, Mann, ich habe 10 Absagen bekommen, die haben mein Business gequittet, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gebe auf, ich mache wieder an was anderes. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Ein kurzfristiger Verlust ist, wenn du sagst, ich habe reingekackt, ich hätte das nicht machen sollen, ich war schlecht im Leadership, ich habe nur auf mich selbst geschaut, die Person hat mein Business verlassen, ja, die Person hat mir abgesagt, mein Konto habe ich geplättet, aber ich habe daraus gelernt und ich mache jetzt weiter. Das ist ein kurzfristiger Verlust. By the way, der einzige Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du einfach dich bewusst dazu entscheidest, aufzuhören. Das ist der einzige Fehler, den du machen kannst im Business. Alles andere sind einfach nur Helfer. Wenn du dir einfach das Wort Fehler anschaust und die Worte einfach umdrehst, hast du das und die Buchstaben einfach umdrehst, hast du das Wort Helfer drin. Ja. Und wisst ihr, warum Leute in diesem Business aufhören? Jonas hat es angesprochen. Wegen der emotionalen Intelligenz. Okay, weil wenn du darüber nachdenkst, es ergibt einfach nur Sinn, es ist ein absoluter No-Brainer, dass man hier durchzieht. Na, wegen der PMA, safe, wegen der Positive Mental Attitude. Und es gibt Leute, die sagen, jemand hat mein Business verlassen, voll scheiße, voll negativ, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll, warum klappt nicht bei mir. Und dann gibt es Leute, die sagen, jemand hat mein Business verlassen, zum Glück, die Person war sowieso nicht da, um mit mir Chairman zu gehen, ich habe daraus gelernt und jetzt habe ich Platz für den anderen. Ja, das heißt, du hast die gleiche Situation, aber eine andere Perspektive. Warum? Weil die eine Person eine positive Mental Attitude besitzt und die andere Person einfach negativ ist. Und alles fängt im Kopf an, alles. Ja, und deswegen ist emotionale Intelligenz so, so wichtig. Leute, viele Menschen denken, dass man, um erfolgreich zu werden, man schlau sein muss, man muss ein hohes IQ haben. Was ist, wenn ich euch sage, dass es Menschen gibt, die ein IQ von 90 haben? Oder es gibt Menschen, die ein IQ von 120 haben und dann gibt es Menschen, die ein IQ von 90 haben. Und du wirst merken, dass die Person, die schlauer ist, die Person mit 120 IQ, arbeitet für die Person, die dümmer ist, die Person mit 90 IQ. Wie kann das sein? Wisst ihr, Gott sei Dank ist es so, dass man am IQ nicht arbeiten kann. Du kannst nicht mehr IQ haben oder weniger. Und du brauchst es auch nicht, um erfolgreich zu werden. Du brauchst EQ, emotionale Intelligenz. Und daran kannst du arbeiten, daran kannst du zunehmen und daran kannst du abnehmen. Ja, denn die Person, heißt nicht unbedingt, dass du dumm sein musst, um eine gute emotionale Intelligenz zu haben, aber einfach nur in dem Beispiel, die Person, die der Arbeitgeber ist von der schlaueren Person, die Person weiß, wie man auf Dinge reagiert, die Person kann einen klaren Kopf behalten, die kennt die Version. Ja, die Person weiß, wie man zum Beispiel, wenn es einfach stressig gerade ist, dass sie trotzdem einfach gelassen bleibt. Denn glaub mir, du willst nicht einen Leader haben, der seine Emotionen nicht unten im Griff hat, der die ganze Zeit ausrastet, der rumschreit, der Leute beleidigt, der selbst Zweifel bekommt, der einfach eine Krise bekommen, wenn es schwierig wird. So welche Menschen willst du nicht als Leader haben. Du willst einen Leader haben, der gelassen ist. Okay? Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Warum ist es so, dass manche Menschen so leichten Erfolg haben im Network Marketing, so viele Menschen starten bei ihnen und bei der anderen Person, die macht genau das Gleiche, aber bei ihr klappt es irgendwie nicht. Ja, es liegt alles am Kopf, es ist alles Kopfsache. Ganz wichtig, Leute. Ja. Und deswegen, arbeite an deiner emotionalen Intelligenz. Arbeite daran, wie du reagierst auf die Dinge. Denn das bestimmt wirklich alles in deinem Leben. Die Dinge, wie du auf die Dinge reagierst. Okay? Und deswegen, glaube daran, dass du alles erreichen kannst. Ja, und definitiv musst du aber auch, wie du selber weißt, Erhebung erfordert Trennung, dich von Menschen trennen, die nicht dieselbe Vision haben wie du. Wie Jonas es gerade gesagt hat. Trenne dich von Menschen, die nicht dieselbe Vision haben wie du. Ja, wenn du heute mit Menschen warst, wir reden gerade nicht von Familie, okay? Und ein guter Freund, das ist auch Familie. Wir reden gerade nicht von Familie. Wenn du heute mit Menschen warst, okay, mit denen du es dir nicht vorstellen kannst, den Rest deines Lebens zu verbringen, weil du einfach eine ganz andere Vision hast wie sie, warum warst du mit ihnen? Warum? Hoffentlich hast du sie geprospektet. Ja. oder du hast mit ihnen gearbeitet. Ja, das ist so die einzige Wahl. Aber David, wir geben unser Bestes, dass wir dich da rausziehen, Bro. Ja. Und das ist so der Punkt, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist einfach eine Sache. Wir wissen, unser Umfeld bestimmt unsere Realität. Ja, und Leute, wir müssen auch verstehen, wir wollen alle vom Einkommen wachsen. Das ist auch der Grund, warum wir auf diesem Call sind. Hey, wir wollen alle vom Einkommen wachsen. Aber bevor unser Einkommen wächst, müssen wir als Mensch wachsen von der Weisheit, von der Erfahrung, von der Kompetenz, von dem Wissen, von dem Mehrwert. Von diesen Dingen müssen wir wachsen. Das heißt, du wirst merken, stell dir mal einfach zum Beispiel zwei Indexe vor, okay? Einmal der Index von deinem Wissen, einmal der Index von deinem Einkommen.
Du bist eigentlich, im besten Fall sollten immer beide parallel miteinander wachsen, gleichzeitig. Wenn du aber merkst, dass zum Beispiel, na, dein Wissen stagniert und du dich persönlich nicht weiterentwickelst, aber dein Einkommen wächst, wirst du merken, entweder folgendes: Entweder du musst dein Wissen ganz, ganz schnell nachholen, was eher unwahrscheinlich ist, oder dein Einkommen wird wieder runterkommen. Das ist der Grund, warum Lottogewinner in den meisten Fällen nach ein paar Jahren noch ärmer sind, bevor sie das Lotto gewonnen haben. Weil sie nicht wissen, sie wissen nicht, wie sie mit diesem ganzen Geld umgehen können. Denn Geld ist eine gewisse Verantwortung. Das heißt, wie willst du erwarten, dass du Chairman gehst? Wie willst du erwarten, dass du Chairman gehst, wenn du immer noch hier bist vom Wissen? Das heißt, du musst durch diese Fehler durchgehen. Ja, du musst im Grunde enttäuscht werden. Ja, du musst die Team-Calls hosten. Du musst deine Komfortzone verlassen. Du musst die Absagen kassieren. Du musst die Events machen. Du musst broke sein. Du musst das Ganze durchgehen, okay? Und danach, deswegen, es ist nicht der Chairman, was nicht der Rang inspiriert die Menschen, es ist der ganze Prozess, wo dein Wissen im Grunde gestiegen ist. Da, der Prozess, das inspiriert die Menschen, nicht, dass du oben bist als Chairman. Ja, weil du einfach da weitergemacht hast, wo alle anderen aufgegeben hätten. Okay? Ganz wichtig, deswegen fall in love with the process. Fokussiere dich weniger auf die Spitze vom Berg, fokussiere dich jetzt auf die Events, auf die MMAs, auf die Go-Live-Sessions, auf das Danke sagen. Oh ja, fokussiere dich jetzt auf die Team-Calls, auf deine Notizen, auf deine Upline, was die Seele sagt. Fokussiere dich aufs Hier und Jetzt. Sehe dich in der Zukunft, weil Leute, ja, es wird einfach, wenn du dich auf diese Dinge fokussierst, wenn du die ganze Zeit im Grind bist, on the trenches, wenn du die ganze Zeit am konstant bist und am Hustlen bist, deine To-Dos umsetzt, du wirst noch nicht mal realisieren, dass du nicht da bist. Du wirst nicht mal checken, du bekommst es nicht mal mit, weil du bist ja eigentlich schon da, weil du die ganze Zeit darauf fokussiert bist. Okay? Deswegen verändere deinen Fokus. Ja, ganz wichtig. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall was sehr, sehr Geiles organisiert für unser Team. Ja, und zwar ein Bootcamp. Ja, ein Bootcamp für Our Empire. Ich freue mich extremst darauf, Leute. Wir haben noch keine Flyer, aber das wird auf jeden Fall die nächsten Tage organisiert. Und bitte, ja, wenn du wirklich ready bist für die nächste Welle, wenn du ready bist, um Chairman zu gehen, wenn du ready bist, um erfolgreicher Trader zu werden, trag dir bitte ein, nächste Woche, Montag 21 Uhr, sowieso, das ist unser Team-Call. Trag dir aber dann bitte ein Dienstag 21 Uhr, Mittwoch 21 Uhr und Donnerstag 21 Uhr, jeweils eine Stunde. Mittwoch, hier, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeweils 21 Uhr. Okay? Der Trading Call wird dafür vorgeschoben am Mittwoch. Das heißt, der ist nicht um 22 Uhr, sondern um 21 Uhr. Macht euch einfach nur gefasst. Ja, sowas haben wir noch nie zusammen gemacht mit unserem Team. Okay? Und wir werden auf jeden Fall sehr krasse Special Guests am Start haben, Leute. Ja. Deswegen, ich freue mich extrem drauf. Ja, das wird komplett crazy sein. Das wird wirklich jeden einzelnen von uns nochmal auf die nächste Stufe bringen. Ja, und Leute, ich kann euch sagen, wenn du nicht weißt, was du machen musst, ja, um das zu erreichen, was ich zum Beispiel erreicht habe, na, weißt du es definitiv jetzt in einer Woche. Dann weißt du es safe. Du weißt alles, was du brauchst, um das zu erreichen, was mindestens ich erreicht habe. Okay? Deswegen, an sich war es von meiner Seite aus, Leute. Ja, ich bin stark davon überzeugt, dass ihr was mitnehmen konntet. Aber noch wichtiger ist, angewandtes Wissen es macht. Das heißt, geht eure Notizen durch und setzt es bitte um. Setzt es bitte um. Leute, wir müssen diese Team-Calls nicht machen. Ja, ich hätte auch gleichzeitig was anderes machen können in dieser Zeit. Ja, wir machen das wirklich für euch. Ja, deswegen, Leute, as you already know, we see it at the top, because the bottom is way too crowded and it will always be worth it. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao.